Herzlich willkommen, was geht ab, YouTube am Start. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, sofort und gleich ist Back am Start. Ich bin der Tiger, das ist der Waschi. What? Ist YouTube am Start? Was ist hier los, ey? Wir gehen in den einen Shop vom 21.09.2019. Wir haben nichts Neues im Shop. Wir fangen unten rechts an mit dem Verge. Der Verge, ja, der kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10. 800 V-Bucks das Teil. 7 von 10 kriegt er von jo. Dir? Von mir auch. Also 4,123 von 5 bei 68 Bus, das am 16. Januar 2019 im Shop gewesen, seit dem 9 Mal und 48 Reminders. Hüftpfeffer. Oh nein. Das Ding werde ich jetzt nicht mehr aus der Birne rausgehen die nächsten Tage. Das ist so schrecklich. So, Hüftpfeffer ist ganz, ganz grausam, aber so grausam, dass es in die hinterste Hirnwindung reinbrennt. Ja, geht von mir 10 von 10 inzwischen. Geht das? Ich kann ihn trotzdem zurückklappen. Was? Wie? Verstehe ich nicht. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab dich rückgängig gemacht. Wieso das denn? Ich wollte einfach mal gucken, ob das funktioniert. Ah, okay. Aber erwärmen. Ist doch okay, mach doch. Aber hast du denn den Creator-Code drin von uns? Wieso ist der raus? Ich hab den erst gestern wieder reingemacht. Ja, da müssen wir nämlich, das ist... Leute, bitte achtet mal da drauf, weil der Creator-Code immer wieder rausgeschmissen wird, ne? Ja. Achtet einfach mal drauf, dann wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann guckt, ob der Creator Code drin ist. So, ja. Also, 10 von 10 kriegt das Ding. Mega geil, Lama Konga, auch 10 von 10. Von mir auch. Lama Konga. Haben wir auch gar nicht geguckt, was der andere für eine Benotung hat. Ja, zeig ich. 2,57 von 5 bei 7 Votes, zum ersten Mal am 29. August 2019 im Shop gewesen, seit dem 2x4 Reminders. So schlecht. Und der andere 3,71 von 5 bei 14 Votes, meistens am 31. Juli 2019 im Shop gewesen, seit 3x 18 Reminders. So schlecht! Ja. Sternstab. Ah, der. Sternstab. Oh, er ist wieder da! Der war ja zwischendrin mal gesperrt gewesen. Ja, genauso wie meine. Wie viel Schaden hat man damit gemacht? 84. 84 Schaden mit einer Picke. Also 84 oder 56, es kommt auf an, ob du auf den Kopf oder nicht. Ja, deswegen ist das Ding kurzfristig mal rausgekommen. Mhm. Sternstab für 800 V-Bucks kriegt von mir 7 von 10. Von mir auch. Ja, da haben wir 3,79 von 5 bei 19 Votes am 19. März 2019 erstmal drin gewesen. 8 mal 26 Reminders. So, dann haben wir einfach einhändig für 500 V-Bucks. Finde ich total überflüssig. Kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10? Ja. Von mir auch. Weil es halt einfach nicht mehr Floss ist. So, da haben wir hier bei No Sweat eine Benotung von 4,15 von 5 bei 26 Votes am 20. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 mal 26 Reminders. Besitzt du echt die Frechheit, jetzt hier gerade einen Kuchen dabei zu essen? Deswegen muss ich das alles hier vorlesen. Mhm. Verwegene Duellantin, 1500 V-Bucks. Geh mal auf die Steel for Soul. Ja, finde ich, ich finde die ganz cool. Kriegt von mir 8 von 10. Von mir auch. Da haben wir eine Benotung von 3,87 von 5 bei 45 Votes am 3. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 mal 28 Reminders. Mhm. So, dann haben wir als nächstes genau hier den Sommerdrift. Da habe ich dann sogar ein Gameplay-Video oben in der rechten Ecke jetzt verlinkt. Sommerdrift kriegt von mir 8 von 10. 7 von 10. Hat hier eine Benotung von 3,33 von 5 bei 52 Votes am 25. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 mal 67 Reminders. Geh mal bitte auf die Styles. Die hast du, glaube ich, schon gezeigt, ne? Mhm. Okay, alles klar. Dann haben wir die Zwillingsklingen. Die sehen richtig cool aus. Kriegen von mir 9 von 10. Von mir auch. Die da haben wir hier die Dual Edge 4,59 von 5 bei 32 Votes. Sofort irgendwie was los. Essen, trinken. 25. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 mal 59 Reminders. Also. Dann haben wir diesen Drift Wolf. Den finde ich persönlich. Wobei sie haben, glaube ich, schon ein bisschen was angepasst. Klick mal unten bitte durch die Modelle durch. Weil
soweit ich das weiß, ja, inzwischen kann man den Wolf besser erkennen. Es war mal ein bisschen schlecht gewesen am Anfang. Jetzt finde ich. Kannst du natürlich nicht mal den Rocket Launcher rausmachen? 9 von 10 kriegt er von mir dann von jetzt. Da haben wir 4,5 von 5 bei 26 Votes am 25. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 5 mal 19 Reminders. Mhm. So. Dann sind wir schon bei dem Dark Bomber Set. Ah ne, wir haben noch den Driftstream für 800 V-Bucks. Der sieht mega geil aus. Kriegt von mir 9 von 10. 9 von 10 haben wir. Was kriegt der denn von dir? Hab ich doch schon gesehen. 9 von 10. Was? 9 von 10. Also 4,47 von 5 bei 17 Votes am 25. Juni 2019. Da ist man dran gewesen. 5 mal 29 Reminders. Und dann sind wir jetzt aber echt durch. Jetzt sind wir bei dem einen der geilsten Sets, die es überhaupt gibt in dem ganzen Spiel. Ja, für mich auch eins der Favorites, das Dark Bomber Set. Mega geil. Das Donnerross ist für mich auch die geilste Picke des ganzen Spiels. Für 1200 V-Bucks. Wenn du da mal draufklickst, dann hört man auch das Ross hier. Wie das nämlich. Und normalerweise, wenn die Effekte hoch sind, dann sieht man auch richtig geile Effekte. So, für 1200 V-Bucks, ja, wenn die Effekte hoch sind, dann sieht man geile Effekte. Ansonsten siehst du die eben nicht, leider Gottes. So, für 1200 V-Bucks, mega cool, kriegt von mir 10 von 10. Name eine Benotung von 4,49 von 5 bei 71 Votes am 5. Oktober 2018. Das ist mal drin gewesen. 10 mal 126 Reminders. So, dann sind wir hier bei der Glyphe der Dunkelheit, obwohl es ein Standardgleiter ist. Allein wenn man das Ding aufklappt, das sieht schon richtig fett aus, das Teil. Ja, kriegt von mir 8 von 10, weil es halt ein Standardgleiter ist, aber sieht trotzdem cool aus. 4,3 von 5 bei 61 Votes am 5. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 13 mal 58 Reminders. Und dann kommen wir zum Dark Bomber, den hast du jetzt einfach mal übersprungen. Okay. So, da ist der Dark Bomber, der Finsterbomber. Für 1200 V-Bucks sogar nur. Auch hier mega coole Effekte, wenn du da mal kurz ranzoomst auf dem Skin. Ich hatte mir auch gekauft, 10 von 10. Das Ding sieht richtig geil aus. Dreh den mal ganz kurz so ein bisschen. Kriegt von mir 10 von 10. Das sieht fett aus. Ja. Geiles Teil. 4,385 bei 162 Wurst. Das ist am 5. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 mal 100. 472 Reminders. Wie viel? 472. 472 Reminders. Geil. So, ja, und dann das Ding hatten wir gestern ja schon drin gehabt, den Hotwire. Ich gebe mal ganz zusammen eine Benotung dazu ab. Genau, 5 geben von 10. 5 von 10. 2,2 von 5 bei 5 Votes, erst am 20. September im Shop gewesen und 2 Reminders. Megavolt. Megavolt noch, genau, die Picke. 5 von 10. 2,5 von 5 bei 2 Votes, meist am 20. September 2019 im Shop gewesen und ein Reminder. Das war's auch von dem. Ja, und dann sind wir soweit durch. Ja, dann müssen wir eigentlich den Shop jetzt benoten. Ja. Ich wie weiß bewertest nicht. Du denn den Shop? What? Ah, okay. Jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dem Shop geben soll. Also der ist cool. Der ist cool. Der ist nicht cool. Der ist geht. Die ist nicht cool. Die ist in Ordnung. Der ist cool, der ist nicht cool. Die sind cool, naja. Das ist cool, cool, cool. Und die beiden sind schlecht. It's meh. Du gibst ein It's meh. Ich persönlich würde ein Love It geben. Alleine wegen dem Dark Bomber Set. Ja, wegen dem Dark Bomber Set. Ja, aber du musst dir noch überlegen. Hüftpfeffer, Lama Konga, ja, auch schon. Der Sommerdrift, den finde ich auch cool, muss ich sagen. Ich finde den Sommerdrift, das Set finde ich cool. Doch. Dann geben wir ein It's Meh. Aber wir geben ein It's Meh. Alles klar. Oder ist es eher bei dir zur richtig guten Zeit oder zu? Nein, das ist so zwischen Love It und It's Meh. Also okay, ich wäre eher Richtung Love It tendiert, aber wenn It's Meh von dir kommt, dann reicht das nicht. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, was ihr im Kommentar abonniert und seinen YouTube-Kanal kostenlos und schaut, wie es wieder heißt. Fordert mit uns beiden, bis dann und tschüss.